Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap 3.1 ohne Gräben. Wir sind immer noch hier auf Feld 2, restlichen Kartoffeln ernten. Wir sind auf Feld 7, ist das, glaube ich. Ja, Feld 7 und ernten dort, roden dort Rüben. Ich lasse sie hier einfach mal machen. Ich kann mich hier nicht um alles kümmern. Der macht hier seine wilden, komischen, was weiß ich. Was ich denn da eigentlich nochmal alles einstellen? Den Kreis 13 Meter. Ja gut, okay. Wie dem auch sei. Das soll wohl laufen. Was wir noch eben jetzt machen, von Hand. Sind wir ja auch schon die ganze Zeit bei... Da sind wir. Wir machen... Wir machen Stroh. Weil, ne, das war ja hier auf dem Feld 4. Da war ich ja mit AI-Vehikel am Gange. Und das war ja nicht so von Erfolg gekrönt. Und daher machen wir jetzt praktisch manuell Stroh. Das ist auch noch ein bisschen was. Aber ich will auch nicht so viel Stroh hier einfach untergrubbern und vergeuden sozusagen. Stroh können wir notfalls immer noch verkaufen oder was auch immer. Ja. Wir haben sonst, wir haben am Hof selber genug Stroh. Wir haben, also für die Rinder haben wir genug Stroh. Wir haben für die Mischfutterherstellung, Mischration haben wir auch noch Stroh. Das läuft alles. Also machen wir hier einfach mal ein bisschen. Pressen wir einfach mal ein paar Ballen und dann mal gucken. Wie gesagt, vielleicht verkaufen wir die einfach oder so. Werden wir sehen. Weiß auch nicht, wie lange sich das noch hinziehen soll. Sind da jetzt schon ein paar Folgen bei. Aber ich kann es auch leider nicht abkürzen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mal schauen. Nein, aber ihr würdet das doch sicherlich auch nicht einfach... gammeln lassen oder... Was heißt gammeln lassen? Einfach verschwenden, einfach untergrubbern. Macht ja keinen Sinn. Finde ich. Fahren wir einfach mal hier so ein bisschen rum. Mal so lange, bis wir von Cosplay irgendwelche Horrormitteilungen kriegen. Dass wieder irgendjemand irgendwo feststeckt. Mal gucken. Also es muss nicht klinisch rein hier werden, aber es muss schon ein bisschen was von dem, was hier liegt, muss noch weg. Das kann ich so nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. So viel Stroh hier ungenutzt liegen zu lassen. Wir können ja notfalls, können wir auch noch was zur Pelletfabrik bringen. Wir können ja auch Strohballen verarbeiten, das geht ja auch. Wobei, da kann ich auch einfach noch Hackschnitzel hinbringen. Hackschnitzel habe ich auch da unten an der Holzverarbeitung noch jede Menge. Ich habe auch das Hofsilo voll mit Hackschnitzeln, sodass wir also auch nicht allzu viel Rücksicht auf die Zellstofffabrik nehmen müssen, sondern können wir auch einfach zu Pellets verarbeiten, wenn wir wollen. Das gucken wir uns mal an dann. Erstmal fahre ich hier so ein bisschen von Hand Stroh ein. Mal gucken. Ja, ich weiß, ich fahre so vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber so ist das nun mal. So ist das nun mal. Aber ich sag mal so, es ist schon irgendwo ein Ende in Sicht. Also in wenigen Monaten werde ich hier mit dem Feld fertig sein. Und mich dann auch um andere Sachen kümmern können.
Wir müssen dann ja auch unbedingt weiter aussehen. Und wir sind noch lange nicht fertig mit der Rübenernte. Wir sind gerade bei einem Feld bei, haben aber insgesamt drei Felder. Oh, jetzt hat hier der Klaas durchdrehende Reifen. Alles klar, ich weiß aber, wo der ist. Der bringt nämlich gerade die Rüben zur Fabrik. Ja, wusste ich. Und er fährt wieder dagegen. Ja, der Kurs ist irgendwie nicht hundertprozentig sauber eingefahren, aber er erkennt komischerweise sowieso auch das Abladen nicht. Bisher, wenn ich so irgendwie zu einem Silo fahre, brauchte ich da keinen Punkt zu setzen zum Abladen. Das hat er immer so erkannt, also bei der Brauerei zum Beispiel. Hier muss ich irgendwie, weiß ich nicht, ob ich hier einen Abladepunkt hätte setzen müssen oder so. Wenn ihr das seht und da genauer Bescheid wisst, vielleicht, ja, könnt ihr dazu mal was sagen. Ich lade jetzt hier von Hand einfach mal die Rüben ab. Rüber ab sozusagen. Und dann kann ich ihn gleich wieder weiterfahren lassen und kann mich wieder dem Strohpressen widmen. Das wird jetzt ab und zu mal passieren. Der fährt immer gegen diese Laterne da vorne. Abfahrer wieder einstellen. Und heiter geht das weiter. Irgendwo auf dieser Welt, da ist er. Und dann machen wir jetzt weiter Stroh. Der Rest läuft hoffentlich von alleine vernünftig zu Ende. Also, Kartoffelernte, Rübenernte. Schauen, wenn wir dann alles geerntet haben, dann schicken wir die ganzen Sämaschinen los. Also zwei Felder haben wir ja schon ausgesät. Aber die anderen Felder können wir noch gar nicht aussehen, weil da überall noch was drauf liegt. Hier liegt noch das Stroh drauf. Und auf dem anderen Feld werden Kartoffeln geerntet. Im einen Feld werden immer noch Rüben geerntet. Und wenn eins von den Feldern fertig ist, dann können wir schon mal wieder eine Sämaschine losschicken. Aber im Moment ist das ja nicht der Fall. Daher ja, sind wir da so ein bisschen zur Untätigkeit verdonnert. Hier müssen wir sowieso nachher erstmal gucken. Hier liegen ja Strohballen drauf. Bis zum geht nicht mehr. Also, keine Ahnung, wie viel das sind. Aber hier muss ich auf jeden Fall zum Sammeln, muss ich noch einen zweiten. Also muss ich mit zwei Aufliegern kommen. Ansonsten fahre ich mich ja dumm und dämlich. So, das muss ich dann auch von Hand machen. Aber das kriege ich wohl hin. Ja. Oh, vielleicht sollte ich mal ab und zu mal so ein bisschen drauf achten, wo ich lang fahre. Und nicht hier wild in der Weltgeschichte rumgucken. Das reduziert sich ja jetzt. Je weiter wir zur Mitte kommen, umso kürzer werden die Bahnen hier auch. Und dann sind wir damit dann irgendwann bald mal durch. Das ist ja nicht so schlimm, dass wir hier kreuzen. Das ist ja kein Drama. Fahren einfach mal und gucken. Ich weiß auch nicht, was meine Produktionen machen. Ich glaube, dass die Palettenproduktion stillsteht, weil das mit Sicherheit alles voll ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei der Zuckerproduktion die Spawnplätze auch alle voll sind. Schauen wir mal später. Erstmal ernten wir. Und dann können wir uns um die Produktionen kümmern. Vorher hat das hier keinen Sinn. Verzetteln wir uns nur. Ich muss ganz ehrlich sagen, es soll ja in den nächsten Wochen, also dieses Jahr noch, wird gesagt, soll ja die Vierfach-Map hier von der Nordfriesischen Marsch rauskommen. Reizt mich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich spiele gerne auf der Nordfriesischen Marsch und die Vierfach-Map, da bin ich ganz, ganz gespannt drauf. Ich kenne die auch nicht vom LS15, weil ich nie LS15 gespielt habe. Ich habe erst mit LS17 tatsächlich angefangen.
Aber ich komme hier schon nicht dazu, alle Felder zu spielen. Und habe noch längst nicht alle Felder. Und bin jetzt schon mit den paar Feldern, die ich hier habe, bin ich schon fast an der Grenze dessen, was ich so einigermaßen sinnvoll bearbeiten kann. Also vielleicht bilde ich mir das auch ein. Vielleicht könnte ich auch einfach noch viel mehr machen. Das wird wahrscheinlich sogar so sein. Aber da frage ich mich, ob ich dann überhaupt auf die Vierfach-Map schalten soll. Weil was bringt mir das, wenn ich noch mehr Felder habe, noch mehr Möglichkeiten und im Endeffekt dann prozentual gesehen noch weniger nutze als jetzt. Das, ja. Vielleicht muss ich mir auch einfach eine feste Truppe suchen, mit denen ich das dann auf dem Server spiele und dann, ja, mal gucken, was wir da machen. Das werde ich mir mal überlegen. Ich werde mir die Map auf jeden Fall angucken. Ich spiele ja auch regelmäßig beim Fat Action im Livestream mit, im Multiplayer. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da dann auch irgendwann natürlich auf die Vierfach-Map wechseln. Und er wird das in seinen Let's Plays ja auch mit Sicherheit featuren und wird die Map vorstellen und wird die spielen. Und dann überlege ich mir mal, ob ich dann vielleicht auch zur Vierfach-Map wechsle oder ob ich einfach so bleibe, wie ich jetzt bin. Ich muss mal gucken, ich kann es noch nicht sagen. Ich kann es noch nicht sagen. Ach Mensch. Hier kommen wir ja jetzt doch schon. Schon recht weit. Hallo? Na, das war aber ein dieser Ruckler. Weiß ich nicht, ob das Autosave war oder so. Keine Ahnung, ob das so ein Ruckeln verursachen kann. Ich weiß es nicht. Steckt im Verkehr fest. Wollen wir hoffen, dass sich das noch gibt, dass der Roder, entweder der Kartoffel- oder der Rübenroder, da gleich Platz machen. Aber ich kann es nicht sagen. So. Wie geht's hier? Die sparen hier jetzt noch zu Ende und wenn er dann immer noch im Verkehr feststeckt, dann werde ich da mal hingehen und das auflösen. Aber ich habe immer noch Hoffnung, dass das nur irgendwie so ein ganz wildes 1000-mal im Kreis Fahrwendemanöver vom Rübenernter ist oder vom Kartoffelernter und dass deshalb das Glas gerade feststeckt. Das sehen wir aber gleich. Er steckt immer noch fest. Dann schauen wir mal, was da los ist. Aha, er wollte abtanken fahren. Er kann es aber irgendwie nicht, weil er zu doof ist, oder was? Weiß es nicht. Fruchtzerstörung habe ich aus, wie immer. Jawohl, super, machst du das. Ganz toll. Fahre zu Drescher, du warst doch schon beim Drescher, du Vollhonk. Naja, vielleicht macht das ja jetzt richtig. Oh, das sieht doch gut aus. Wieder weiter machen. Und können hier weiter ballen machen. Hätte hier natürlich auch die Krone Ultima nehmen können und rundballen, aber rundballen machen wir warum?
Raderballen gehen ja auch. Ich muss ja sagen, es hat sich ja so unfassbar viel in der Agrartechnik verändert. War früher, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, war früher in den Ferien. Klar, es hat wieder durchdrehende Reifen. Ja. Ich war früher, habe ich viel Zeit auf dem Bauernhof verbracht, in meiner Kindheit und Jugend. Und bin da ganz früh schon, also ich bin mit 6 Jahren das erste Mal alleine Trecker gefahren. Und allerdings nur auf dem Feld natürlich. Und hab dann aber eben auch fast alle Ferien auf einem Bauernhof verbracht und hab da dann ganz fleißig mitgeholfen, bin ganz viel Traktor gefahren, hab alle möglichen Feldarbeiten gemacht. Und Sekunde, ich muss mich mal räuspern. So, da bin ich wieder. Ja, und kenne daher noch so ein bisschen sowas von der ganzen Technik und von den ganzen Arbeitsweisen. Boah, ich habe mich jetzt im Rahmen des LS17 noch mal ein bisschen mehr so mit der Technik, die dahinter steckt, also mit der Landmaschinentechnik beschäftigt. Ja, das ist schon echt ein anderer Schnack geworden. Schon viel mehr Möglichkeiten. Viel geilere Technik. Viel Arbeitserleichterung. Das ist schon echt, echt spannend, muss ich sagen. Also da bekommt man dann tatsächlich auch mal Lust, das in echt mal alles zu sehen. Jetzt ist bald ja Agritechniker, jetzt ab dem Wochenende, glaube ich, oder so. Aber das schaffe ich leider nicht dahin zu fahren, um mir das mal anzugucken. Also dafür mache ich dann, reiße ich mir auch kein Bein aus. Ich meine, Hannover ist von mir 200 und ein paar zerdrückte Kilometer. Aber am Wochenende habe ich da eigentlich keine Lust drauf, weil es dann mit Sicherheit schweinevoll sein wird. Und in der Woche habe ich keine Zeit. Ja? Und so wichtig ist mir das dann auch nicht, dass ich jetzt sage, ich muss da jetzt unbedingt hin, um das zu sehen. Ja, interessant wäre es bestimmt. Also wenn ich jetzt in der Nähe wäre von Hannover oder so, dann würde ich da sicherlich hingehen. Aber so, da extra irgendwie insgesamt fast 500 Kilometer Autofahrt abreißen am Wochenende. Nö, da verbringe ich die Zeit lieber mit meiner Familie. Da habe ich mehr von im Endeffekt. Obwohl es, wie gesagt, bestimmt echt interessant ist, was da gezeigt wird, auch an Neuheiten. Nicht zu vergessen, gibt es da ja auch... Oh, der Glas steckt im Verkehr fest. Mein Gott, ey. Gibt da ja auch von, was war das? War das Horsch oder wer? Weiß ich gar nicht. Irgendjemand vergibt da ja auch so ein Zusatzpaket hier für ein LS17 mit Geräten. Kann man sich da am Stand abholen. Kostenlos. Aber die wird es auch dann im Nachhinein, nach der Messe oder Anfang nächsten Jahres, habe ich irgendwo gelesen, auch zum Download kostenlos geben. Ja, los, komm. Die Spur noch eben zu Ende fahren. Und dann kümmere ich mich wieder um den Klaas, der wieder versucht, den Kartoffelernter umzuschmeißen oder was auch immer. Dann gucken wir mal. Aha. Und geht das jetzt hier? Kann ich jetzt gleich mal... Boah, und das ist erst ein von den drei Rübenfeldern. Unfassbar. Da sind wir bestimmt noch die ganze Woche beschäftigt. Mit der Rübenernte. Dafür sind wir hier, glaube ich, gleich durch. Das wäre ja
Ja, geil. Entschuldigung. Ja, toll. Optimal. Wir müssen auch unbedingt noch Milch wieder zur Molkerei bringen. Ich glaube, der Milch-LKW ist, ja, der ist zu 90% voll, also. Machen wir es weiter hier in die Richtung. Dann sind wir ja auch mit dem Feld hier. Oh, der Terrandos hat jetzt durchdrehende Reifen. Er steht jetzt durch sein 1000-mal im Kreis verwendete Manöver wahrscheinlich wieder an irgendeinem Baum. Also ein bisschen nervt das, muss ich ja sagen. Ne? Kein Spaß. Habe ich denn da die Hälfte liegen gelassen? Ja, da hinten habe ich auch noch Stroh liegen, da muss ich auch noch eben hin. Aber mal jetzt erstmal hier diesen Part erstmal fertig. Und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Über einen Kommentar oder ein Like würde ich mich extrem freuen. Noch mehr freuen würde ich mich tatsächlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Oder wenn ihr mich abonniert oder so. Ja, in diesem Sinne sage ich dann mal, ciao!